Schneeflöckchen. Sarah saß am Fenster. Draußen war es kalt und regnete. Ein richtiges Matschwetter. Sie hätte so gern im Garten gespielt, aber dort war es so ungemütlich, dass es sie schon schüttelte, wenn sie nur hinaussah. Doch es wurde noch kälter. Die Regentropfen klatschten auf die Erde und wurden immer dicker. Bald waren sie weiß und bedeckten die Sträucher und Bäume mit einem weißen Schleier. Ja, sogar Papas Auto, das in diesem Moment die Einfahrt hochfuhr, hatte eine weiße Haube. Es schneit, rief Sarah und lief nach unten zu ihrer Mutter. Darf ich raus? Ohne eine Antwort abzuwarten, stürmte sie in den Flur und zog ihre Jacke an. Nimm die neuen Stiefel, rief die Mutter. Die schönen blauen Glitzerstiefel hatten sie erst gestern gekauft. Wer hätte gedacht, dass es so schnell Stiefelwetter wurde? Sarah lief hinaus und an Papa vorbei. Es ist kalt, rief er Sarah hinterher. Ja, es schneit. Sarah blieb auf der Wiese vor dem Haus stehen und hob den Kopf. Weiße Flocken fielen auf ihre Wimpern. Sie schloss die Augen und steckte die Zunge raus. Die Schneeflocken wurden Wasser auf ihrer Zunge. Sarah schloss den Mund und fing Flocken mit ihrer Hand, wo sie auch sofort schmolzen. Doch ein kleines Flöckchen blieb weiß. Sarah sah genauer hin. Die Flocke zwinkerte. Sie hatte Augen und einen Mund, der lächelte und sprach: Hallo! Wer bist du? Fragte Sarah erstaunt. Ich bin Schneeflöckchen. Du bist nicht wie die anderen, stellte Sarah fest. Ja, mich gibt es nur beim ersten Schnee. Nur eine von Milliarden und Abermilliarden Schneeflocken ist wie ich. Sarah hatte keine Vorstellung, wie viel Milliarden und Abermilliarden waren, aber sie wusste auch so, dass das selten ist. Ich sorge dafür, dass der Schnee länger liegen bleibt und nicht sofort wegschmilzt, erklärte Schneeflöckchen weiter. Sarah sah sich um. Die feine weiße Schicht auf dem Rasen war noch da, aber immer wieder schmolz sie ein wenig und wurde nicht dicker. Soll ich dich runterlassen? Fragte sie. Ja, ich werde gebraucht. Sarah seufzte. Sie wollte sich gern noch länger mit Schneeflöckchen unterhalten. Vielleicht hätte es erzählt, wie es so war, vom Himmel herunterzufallen. Schneeflöckchen lächelte. Wir können uns wiedersehen, sagte es. Beim nächsten ersten Schnee werde ich wieder hier sein. Sarah strahlte. Wirklich? Hier in unserem Garten? Hast du dann wieder Zeit, ein bisschen mit mir zu reden? Schneeflöckchen zwinkerte. Natürlich. Sarah streckte ihre Hand aus und pustete sanft. Dann sah sie zu, wie Schneeflöckchen langsam zur Erde, zu Boden glitt und liegen blieb. Und um es herum wurde alles weiß. Die anderen Flocken schmolzen nicht mehr, sondern bildeten eine immer dicker werdende Zuckerschicht. Sarah hatte Schneeflöckchen längst aus den Augen verloren, aber sie war glücklich. Seitdem sucht Sarah bei jedem ersten Schnee nach Schneeflöckchen. Und Schneeflöckchen erzählt jedes Mal ein bisschen mehr von den Wolken, vom Himmel und von den anderen Schneeflocken. Und wenn du dich jetzt fragst, ob du auch so ein Schneeflöckchen finden kannst, schau einfach beim nächsten ersten Schnee ganz genau hin.